Servus YouTube, heute gibt's die aktuellen besten Waffen in Warzone. Und zwar die Season 1 ist jetzt schon ein paar Tage draußen und jetzt konnte man so ein paar Waffen rauskristallisieren, die auf jeden Fall einen genauen Blick wert sind. Und zwar habe ich euch ein paar Waffen zusammengestellt. Ich habe Solo-Waffen zusammengestellt aufgrund von den 8 Aufsätzen, die möglich sind, aber auch noch die ein oder andere Overkill-Klasse für die Leute, die es nicht schaffen, auf 2 Loadouts zu gehen oder vorher zum Shop. Also ihr seht, ist es für jeden was dabei. Wenn euch Warzone und Call of Duty Content gefallen, würde es mir freuen, wenn es ein Abo geben würde und einen Daumen nach oben, wenn euch die Loadouts gefallen. Also, ab rüber. Hier geht's los jetzt mit den Solo-Waffen. Und zwar als allererstes habe ich die unangefochtene GPR. Das ist wirklich die stärkste Waffe, die es momentan in Long Range in Warzone gibt. Und zwar haben wir da das Pinpoint-Visier drauf. Hier ist es wichtig, ihr könnt auch andere Visiervarianten nehmen. Das ist nicht das ultimative Visier. Das ist ein sehr, sehr gutes, habt wenig Recoil. Ihr könnt aber auch zum Beispiel ein Dreifachvisier draufhauen. Oder, also das Willis zum Beispiel oder ein anderes, was euch am besten gefällt. Dann nehmt ihr den Kompensator mit Bohrung drauf, vorne in der Mündung. Den Lauf haben wir den verstärkten Lauf. Unterlauf haben wir den vertikalen. Ganz wichtig, der Vertikale, das ist der erste. Magazin habe ich jetzt das Zweier, also Erweiterung Zweier, für insgesamt 60 Schuss. Das reicht dann auch. Mit 60 Schuss könnt ihr auf jeden Fall mehr als 1-2 Leute knocken und wipen. Dann haben wir den Kommandogriff und wir haben als Schaft den ausgewogenen Schaft. Und hinten haben wir den 5,56 Überdruck. Ihr könnt aber auch die Rückstoßfeder nehmen. Der Unterschied ist minimal. Wichtig ist halt, hier haben wir eine erhöhte Geschossgeschwindigkeit. Ist im Long Range auf jeden Fall sehr interessant. Würde ich euch empfehlen. Dazu könnt ihr dann Pistole oder einen Raketenwerfer nehmen. Ich habe die Krikova genommen. Die ist eine vollautomatische Waffe. Damit könnt ihr selbst in Akimbo richtig reinrotzen. Ich habe sie aber nicht als Akimbo gebaut. Die Variante, die ich habe, hat den Vorteil, dass sie extrem, wirklich extrem, selbst im Hipfire ein Beamer ist. Ich habe den Kompensator drauf, den Cheflof Magazin Erweiterung 3, Beschwerdeschaff und Schnellfeuer. Warum ich das so schnell durchgehe? Weil es soll nur als kleine Info dienen. Dann die Extras, die jetzt mal ganz kurz ignorieren. Die sind einfach nur Standard drin. Ich erkläre aber euch gleich, was ihr da am besten machen sollt. Dann haben wir die nächste Solo-Waffe. Die nächste Solo-Waffe ist die Jackal PDW. Auch dort wieder eine ultra krasse Waffe. Ein absoluter Beamer im Close Range. Kepler Mikroflex drauf, den Kompensator, verstärkter Lauf. Ranger Vordergriff drauf, hauen Magazin Erweiterung 2. Den ergonomischen Griff, Infiltrationsschaft haben wir drauf. Dann noch den ruhigen Handlaser. Und das Ding beamt alles weg. Wirklich, Leute, da habt ihr Close-Range-Fights. Habt ihr wirklich sehr, sehr viel Spaß oder werdet sehr viel Spaß haben. Das Ding ist wirklich, wirklich geil. Die dritte Solo-Waffe ist natürlich die PP. Die einen oder anderen werden es auch schon mitbekommen haben, dass es auch genauso wie die PDW wirklich ein Beamer ist im Close-Range. Dort habe ich ein Mikroflex-Visier drauf. Den Kompensator mit Bohrung wieder drauf. Verstärkter Lauf. Magazinerweiterung. Eins ist hier drauf, das sind 85 Schuss, sollte für den einen oder anderen Gegner auf jeden Fall saftig reichen. Nahkampfgriff haben wir am Start, wir haben dann den Keinschaft, das ist wirklich extrem geil, ihr seid übelst wendig damit. Ruhige Handlaser und 9x18 mm sind drauf. Und das ist schon alles. Und das Ding ist wirklich im Close Range auch wirklich sehr interessant. Das sind die drei wirklich absoluten Metas momentan, mit denen wirklich jeder zweite auch rumspringt. In der Kombination, wenn ihr eine GPR aufhebt oder findet von einem anderen Spieler oder eine eigene kauft und dann noch eine von den PDW oder PPs dabei habt, dann seid ihr ganz vorne bei den stärksten Waffen dabei. Sollte es aber nicht der Fall sein und ihr benötigt eine Overkill-Klasse, da habe ich hier eine Variante, die ist in Warzone zum Beispiel ganz cool, im normalen BR. Scharfschützengewehr LR762 und zwar habe ich da den verstärkten Lauf drauf, Schnellfeuergriff, schwerer Schaft, Ziellaser und Schnellfeuer in der Kombination mit einem C9, das ist die MP5. Dort habe ich den langen Lauf, Ranger Vordergriff, Magazinerweiterung 2, Schnellzielgriff und kein Schaft. Da habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, natürlich andere AR-Varianten zum Beispiel zu spielen, LMGs und so weiter. Ich wollte es nur zeigen, das ist eine Variante, die könnt ihr auf jeden Fall super gut spielen mit nur 5 Aufsätze. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur so habt ihr die Möglichkeit, die Overkill-Klasse zu spielen. In der Verbindung mit einer C9 auf jeden Fall sehr interessant. Die C9 ist mit den 5 Aufsätzen schon wirklich sehr, sehr, sehr stark.
da habt ihr Close Range gute Chancen mitzuhalten. Wie gesagt, ihr müsst nicht mit einer Sniper-Kombi spielen. Das ist wirklich nur ein Beispiel und soll euch auch die Richtung zeigen, wie ihr spielen könnt. Die nächste Overkill-Klasse ist wieder mit einer Sniper in der Verbindung. Hier zeige ich euch jetzt das LW3A1. Genau, den Kompensator. Langer Lauf ist da drauf. Kommandoerhöhung, leichter Schaft und 7,62 NATO-Überdruck. So ist sie auch absolut geil in Warzone, in BR. Könnt aber natürlich auch in Area 99 und in Zukunft Rebirth spielen. In der Kombination mit dem Chakal PDW, mit dem Kompensator, mit Bohrung, verstärkter Lauf, Magazinerweiterung 1, ergonomischer Griff, ausgewogener Schaft, das schon alles. Und da habt ihr wieder eine MP dabei, die wirklich sehr gut im Close-Range-Fight ist. Natürlich nicht eine gute PDW wie die von vorhin mit auch 8 aufsetzen, ist logisch, aber auf jeden Fall sehr strong. Wie gesagt, nicht jeder hat die Möglichkeit, an 2 Loadouts zu kommen oder schafft es vorher im Shop 1 zu kaufen. Wichtig ist, Leute, wenn ihr vorher am Shop 1 kaufen wollt, immer die obere, die Primärwaffe, die werdet ihr im Shop angezeigt bekommen, die sekundär nicht. Also solltet ihr euch einen Loadout zusammenbauen, achtet ganz genau drauf, was die Zweitwaffe ist, weil nur die Erstwaffe ist im Shop. Das nächste Bild ist jetzt natürlich eine AR mal. Hier gebe ich nochmal ein Solo-Bild und zwar habe ich hier noch eine XM4. Die will ich euch auf jeden Fall mitgeben, weil die finde ich auch sehr geil. Die könnt ihr auch in der Verbindung mit einer Sniper im BR spielen oder als Long Range Air of Area 99. Den Reflexorvisier nehmt ihr drauf, den Kompensator, verstärkter Lauf, vertikaler Vordergriff, Magazinerweiterung 2, da habt ihr auch schon wieder 60 Schuss, sollte reichen, Schnellzielgriff, Inflationsschaft und 5,56 NATO-Überdruck. Diese Kombination ist sehr geil, das Ding beamt, macht richtig Spaß und ist eine Alternative zur GPR. Und jetzt geht es nochmal in den Ausflug in die Vergangenheit und zwar, wir haben da noch eine MW2-Waffe am Start und zwar das tolle RAL-MG. Warum ich den Daumen da unten mache, das RAL-LMG. Ja, ich bin kein Fan, wenn man neues Call of Duty drin hat. Wir haben jetzt die BO6-Waffen, wenn man nochmal alte Waffen nimmt. Aber Leute, das Ding ist immer noch OP. Das war damals schon OP, ist wieder OP. Die haben es immer noch nicht genervt. Also, wenn ihr eine krasse Waffe haben wollt, die einfach wirklich geisteskrank stark ist, dann nehmt ihr mit Eagle's Eye, Quartiermeister, Schalldämpfer, den Corio Latz 44V3 Laser, dann die 338 Magazin Hochgeschwindigkeit und den ganz wichtig nachrüstbare Umbauteil, das Checkpaket. Das ist ganz wichtig. Dann habt ist das Ding ist absolut im BR 3 Schuss. Im Normalfall ist er immer Knock, ja. Das Ding ist wirklich geisteskrank OP. Ich bin kein Fan von dem. Aber wir wollten natürlich wissen, was die besten Waffen für euch sind. Und das ist einfach eine der besten aktuell. So, bei den Extras, da könnt ihr ein bisschen nachschauen. Das kommt je nach Spielestil auch drauf an. Bei mir ist jetzt irgendwas ausgewählt, deswegen wollte ich es vorher nicht genau erklären, weil ich bin jetzt gerade in die nächste Prestige-Klasse gegangen und somit muss ich erst wieder ein Level erspielen. Deswegen wollte ich erst am Schluss darauf eingehen. Als allererstes würde ich euch extra eins empfehlen, das ist Gewandtheit. Damit habt ihr eine reduzierte Sturzschaden, also sprich in Area 99 und Rebirth könnt ihr besser wo runterspringen. Reduziert dann auch noch die Waffenbewegung beim Sprinten, Rutschen und beim Hechten. Also, das ist mein Way to go. Das würde ich euch empfehlen, vor allem, wenn ihr Area 99-Fans seid. Extra Nummer 2 habe ich jetzt in Area 99 den Spurenleser drin. Ich finde, er ist immer sehr, sehr wichtig, vor allem bei Close Combat Fights, wenn dann ein bisschen unübersichtlich wird. Die Sounds sind manchmal schwierig in Warzone, wissen wir alle. Und da habt ihr auf jeden Fall ganz klar die Möglichkeit, die durch die Steps zu sehen, die Gegner, wo die hinspringen oder wo sie als nächstes dann sich verstecken. Ansonsten ist natürlich kaltblütig auch noch ganz interessant und zusammenflicken wäre auch noch eine Option für die Leute, die sehr aggressiv spielen, mal kurz in die Deckung gehen müssen. Damit ist das Healen einfach deutlich schneller. Als Extra 3 würde ich euch empfehlen, ihr habt dann die Möglichkeit, den klassischen Geist zu nehmen, um nicht mehr auf der UAV erkennbar zu sein. Ansonsten ganz klar gehärtet, nur 2 Platten statt 3 ist eine ganz wichtige Empfehlung, vor allem wenn ihr aggressiv spielt. Sonst habt ihr noch die Aufmerksamkeit am Start. Damit seht ihr, wenn Gegner euch anschauen, aber ich würde eher die Option gehärtet nehmen. Zu den Klassen natürlich Overkill mit 2 Waffen oder Revolverheld. Wenn ihr die Möglichkeit habt und gute Spieler seid, immer Revolverheld, da habt ihr dann nochmal einen extra Vorteil gegen andere gute Spieler. Ansonsten Overkill ist ein bisschen entspannter. Ihr habt einloadert und seid komplett safe. Dann noch kurz zu der taktischen Ausrüstung. Ja, hier ist es so eine Sache. Smokes auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn ihr BR spielt. Solltet ihr aber viel Close Combat Fights machen in Area 99, dann würde ich trotzdem trotz Nerf den Stim mitnehmen.
Ja, primär ist wieder so eine Geschmackssache. Ich finde, die Splittergranaten sind komplett underrated. Finde ich sehr, sehr, sehr stark. Vor allem fühlen sie sich jetzt ein bisschen stärker an als sonst. Muss aber sagen, wirklich quer durch die Bank haben wir Nerfs bekommen. Da wurde einiges runtergenervt. Für die aggressiven Spieler, Wurfmesser mitnehmen und gut ist. So Leute, ich hoffe, ich kann den einen oder anderen damit helfen. Mit diesen Waffen seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg. Schaut, dass ihr die levelt, schaut, dass ihr die einpackt. Damit seid ihr auf jeden Fall stark unterwegs, bis die nächsten Waffen-Patches kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn es einen Daumen nach oben geben würde, ein Abo da lassen. Das wäre mega geil. Und haut mal unten in die Kommentare rein, welche Waffen ihr aktuell in Warzone spielt. Ich bin Phoenix. Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr seht mich von Montag bis Freitag von 6 bis 13 Uhr. Haut rein.